Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich mache mich heute auf den Weg ins Hinterland von Gran Canaria. Ich sitze schon im Leihauto, die Routen sind eingepackt und ja, das Ziel für heute ist auf jeden Fall, den ein oder anderen Schwarzbarsch zu fangen. Und ja, vielleicht finde ich auch ein paar Karpfen. Ich habe die Spinnruten dabei, genauso wie zwei kurze Karpfenruten, Dosenmais, also wirklich alles, was ja, da vorbeischwimmen kann, kann ich irgendwie beangeln. Ich mache mich jetzt direkt auf den Weg, weil es ist schon 8.55 Uhr und ich habe 1,5 Stunden Fahrt vor mir. Und dann schauen wir einfach mal, wo ich heute lande. So, nach einer wilden Reise durch die Serpentinen bin ich jetzt angekommen. Ich lade jetzt noch mein ganzes Tackle um, weil in den letzten Tagen war ich, wie gesagt, schon extrem viel am Meer angeln. Und ja, montiere jetzt die eine Rute um, packe das Zeug so gut es geht ins Tough Case rein und dann geht's los, weil ich glaube, hier muss ich einiges laufen, um an die guten Stellen zu kommen. Deswegen muss ich auch etwas leichter unterwegs sein wie die letzten Tage. Tough Case ist gepackt, Drohne, Kamera, Equipment, was zu trinken, Baits, Tacklebox mit Baits, gerade so, dass das Ding noch zugeht, kann losgehen. Meine Taktik für heute ist extrem stumpf. Ich angle einen relativ großen Swimbait. Ich möchte jetzt nicht zu kleine Köder fischen, um einfach ein bisschen zu selektieren. Mit dem kann ich auch gutes Gewässer vom Ufer schnell absuchen, habe wenig Hänger. Und ja, Ziel natürlich, einen dicken Bass zu fangen heute. Ja, die kleine Ente hier hat auf jeden Fall sofort gecheckt, dass ich Dosenmais dabei hat. Da hinten kommen schon gleich zwei neue an. Die werden hier anscheinend öfters mal gefüttert von Anglern. Verrückt. Also ich muss schon sagen, ich habe noch nie so einen hässlichen Vogel gesehen wie die zwei hier. Alter Schwede. Yes, da ist der erste Bass auf dem Swimbait. Voll drauf gehämmert, aber wirklich Vollgas. Boy. Come on. Der erste für heute. Geil. So, das sieht man auch die kleinen Schwarzbarsche schrecken vor dem großen Köder nicht zurück. Jetzt habe ich wirklich geschafft, direkt vor den Füßen einen knallharten Hänger zu bekommen. Ja, wenn der 40 Euro Swimbait mal festhängt, dann lohnt es sich auch mal ins Wasser zu gehen. Auch wenn es kalt ist. Oh Gott.
Da ist er. Juhu. So, meine Freunde. Ich habe jetzt direkt vom Ufer schon den ersten Karpfen gesehen gerade. Deswegen montiere ich jetzt schnell um. Mache hier den Köder ab. Gott sei Dank hier meine 4er Klohaken mitgenommen. Und eine Dose Dosenmais. Da bind ich jetzt einen direkt an. Ich hätte gerade den übelsten Live-Biss filmen können, leider war die GoPro leer. Aber dieser kleine Spiegler hat hier direkt an der Uferkante auf Dosenmais gebissen. Die sind echt spooky, aber wenn man sich ordentlich ranschleicht, dann klappt es auch mit dem Fisch. Ja, das hat jetzt wirklich ewig gedauert. Ich habe mich schon auf dem Rückweg gemacht, weil ich bin jetzt hier einmal halb um den See gelaufen. Habe ordentlich viele kleine Schwarzbarsche gefangen, ein, zwei bessere auch dabei. Habe die dann auch immer wieder mit der GoPro gefilmt. Jetzt ist aber genau da, wo man natürlich den Karpfen anstalkt, die GoPro leer. Das war echt blöd, weil ich bin hier wirklich auf allen Vieren an diesen Fisch rangekrochen, weil ich alle vorher gespookt hatte. Ich habe wirklich ewig gewartet, um den perfekten Moment abzupassen, bis er sich mal absenkt und wieder frisst. Also sobald er in diesem staubigen Wasser frisst, sieht er natürlich nicht, was um ihn herum passiert. Habe mich nochmal einen Meter angeschlichen, ihn überworfen, den Köder rangezogen und dann war es ja so 20, 25 Zentimeter neben ihm, war dann das Dosenmaiskorn gelegen und dann war es nur noch eine Frage der Zeit, bis er wirklich sich gedreht hat und dann wirklich aktiv dieses Dosenmaiskorn eingesaugt hat. Also der ist wirklich direkt darauf losgeschossen, wo er es gesehen hat. Das war echt krass. Ja, und dann Anhieb gesetzt und dann hing er schon. Puh, schade, dass das nicht auf der GoPro ist, weil es war wirklich nervenaufreibend. Ja, der Angeltag neigt sich jetzt langsam dem Ende zu. Ich bin jetzt schon wieder zurück am Auto, habe alles verstaut. Ich habe noch ein paar Karpfen angeangelt. Das Problem ist hier wirklich, dass die echt spooky sind und ja, sobald sie das Vorfach sehen oder so, sind sie verschreckt und ich konnte leider wirklich nur diesen einen fangen. Nichtsdestotrotz war es ein richtig geiler Angeltag. Es hat mega Bock gemacht. Ich habe viel gelernt, gerade wieder beim Karpfenangeln, wie krass man sich teilweise anpirschen muss, dass man sie fängt. Aber das ist wirklich der Schlüssel, wenn man sie mal findet. Dann ganz, ganz langsam anschleichen. In der Regel fressen sie auch an dem Spot sehr, sehr lange, wo sie gerade fressen. Und dann lieber mal 30, 40 cm weg von den Fischen werfen. Nicht direkt drauf, dass man sie nicht sofort verschreckt. Ja, und jedem Spinnangler kann ich nur empfehlen, der hier auf Gran Canaria mal kommt, nehmt euch auf jeden Fall immer eine Dose Mais mit. Und ja, ich habe jetzt auch den Haken einfach nur in den Snap gehangen. Einen 4er Chlorhaken von Nash, das reicht vollkommen aus. Da ein paar Maiskörner drauf. Und dann kann man auch während dem Schwarzbarsch angeln mit der leichten Rute auch mal nebenbei einen Karpfen fangen.